Wer in seiner Wohnung Sachen verlegt, kann sie durch akribisches Suchen früher oder später wiederfinden. Geht in einer Fabrik oder in einer großen Halle etwas verloren, ist eine Suche wenig wirtschaftlich. Bis jetzt. Denn die Universität Freiburg und das Fraunhofer EMI entwickeln zusammen ein richtungsweisendes Suchsystem. Beim sogenannten Merlin-Projekt arbeiten Fabian Höflinger und Jeremy Jambet eng zusammen. Wir wollen helfen, Dinge in geschlossenen Räumen leichter auffindbar zu machen. Stellen Sie sich einfach mal einen Baumarkt vor. Da läuft man oft riesige Strecken umsonst, bis man einen entsprechenden Artikel findet. Mit unserem System wird es möglich, dass sich ein Kunde zum Beispiel mit einem Handy hin zum gesuchten Artikel navigieren lassen kann. Helfen kann die schnelle Suche vor allem in Betrieben, wo zigtausend kleiner Teile in Behältern bereitgehalten werden müssen. Ein Beispiel ist die Zulieferindustrie. Wenn dort Teile nicht mehr gefunden werden, müssen sie für viel Geld neu beschafft werden. Bei Merlin geht das einfacher. Zunächst werden an allen Behältern für Teile kleine Module angebracht. Dann kommen die Teile in die Behälter. Und der Inhalt wird elektronisch mit dem Modul abgeglichen. Der Scannerhandschuh hilft dabei. Jetzt kommt das Wichtigste. Der Behälter wird an den Bestimmungsort etwa im Lager transportiert. Dabei wird er natürlich bewegt. Das registriert ein Sensor im Modul, woraufhin es seinen Standort zu senden beginnt. Genau so lange, bis es an einem festen Ort steht. Wenn das Modul an einem Behälter zu senden beginnt, sind das Signale mit ganz unterschiedlichen Technologien. Darunter sind etwa Bluetooth, WLAN und Schallwellen. So kann man sich sicher sein, dass es zumindest einen Weg gibt, der den Empfänger garantiert erreicht. Beim Senden wird also auf mehreren Wegen versucht, das Ziel zu erreichen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn jemand während des Sprechens gleichzeitig in Gebärdensprache artikuliert und der Sprechtext auch noch auf eine Wand projiziert wird. Die Wahrscheinlichkeit, verstanden zu werden, ist groß. Empfangen werden die Signale von kleinen Stationen, die möglichst hoch oben im Raum sein müssen. Die Positionen werden mit den empfangenen Signalen lokalisiert. Das Ergebnis wird an einen Rechner weitergegeben, von dem aus sich der Standort eines Behälters abrufen lässt. Ob alles richtig funktioniert, wird bei einem Test unter realen Bedingungen bei einem Autoteilezulieferer überprüft. Und wenn das klappt, geht der Vertrieb ganz einfach. Was man braucht, sind drei Dinge. Zuerst natürlich die Module, die man an den Behältern anbringt. Dann braucht man je nach Größe der Räume einige Empfangsstationen, mindestens 4. Und schließlich braucht man die Software, mit der man das System verwalten und die Standorte visualisieren kann. In spätestens 2 Jahren sollte es soweit sein. Dank Merlin wird dann zumindest innerhalb von Lagerräumen die Suche nach Teilen so einfach wie noch nie.